Hallo und herzlich willkommen bei unserem geilen Worldbuilder Kingdoms Reborn. Und ja, so richtig reborn sind die nicht. Rebjörn. Also ich hab viel zu wenig Träger. Ich merke das die ganze Zeit, ich habe viel zu wenig Träger. Alter, jetzt habe ich und schon wieder ist das nächste Haus voll, komplett voll. Zum Glück baue ich gerade das hier. Aber diese scheiß Plagen müssen erwachsen werden, Tobi. Hast du nicht irgendwas mit Genforschung oder irgendwas, was man machen kann? Überhaupt nicht, leider, bis jetzt. Wenn die 19 Kinder erwachsen wären, Tobi, was für eine Freude es wäre. Stimme ich dir zu, Erik, aber... Oh, Mann. Vielleicht besser gießen, ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht. Also ich tue ja schon Doping in den Kohl. Da ist alles schon drin, Steroide, alles, aber es funktioniert einfach nicht. Himmel, Herrgott, Sakrament. Ich glaube, ich brauche ein Cookie Dent. So, Storage Space ist aber auch alles schon voll. Und der Storage wird immer größer und größer und größer und größer. Ich kann direkt... Donald died of old age. Träum ich hier. Ja, wirklich. Und vor allem, of old age ist doch eigentlich schön, oder? Ja, eigentlich ist das was Schönes, ja, das stimmt. Da kann man sich nicht beschweren. Jetzt steht bei mir Employee. Ach nee, 33 von 35. Wir sind ja zwei Arbeitslose. Okay. Jag sie hinfort, Tobi. Da bin ich aber auch jetzt. Wow. Also, ich meine, wir versuchen gerade die Menschheit wieder neu aufzubauen. Da können wir uns das einfach nicht leisten. Nee. Das ist einfach in. Also, da hat hier Faulheit einfach keinen Platz. Nee. Ich meine, ich klicke ja auch mit der Maus auf dem Bildschirm rum und dann erst Arbeit. Ja, also. So, hier ist nix. Okay. Gut. Eine Karawane. Ja, komm, nehmt bitte Orangen mit, alle. Wieso können die nur 80 kaufen? Oh. Weedflur. Ich hab nichts, was ich denen verkaufen könnte. Steine gut. Oh, da war auch 945. Leck mich am Arsch. Wo ist denn. Oh, die Säcke hier. Okay, ich brauche eine zweite Bäckerei vielleicht. Eine Käckerei. Potter. Warum kann ich jetzt hier Kakao anpflanzen, aber hier nicht? Das verstehe ich nicht. Wenn du rauszoomst, ganz weit raus, dann siehst du, in welchen Landteilen du was anbauen kannst. Also Kakao kannst du in speziellen Orten anbauen. Ach, nur hier. Okay, wow, lol. Ja, ganz genau, Tobi. Lol. Gut, dann müssen wir mit den Feldern expandieren, dann nützt das nichts. Oh, die arme Frau, wer ist das denn? Starving, Jolie, geht nach Hause. Warum starft die denn? Die steht hier im Nichts rum. Die ist 19 Jahre, steht im Nichts rum. Ich würde die gerne hochnehmen und wegbringen, aber die steht hier rum und bewegt sich nicht. Die hat Hunger, die ist im Nichts und hat Hunger. Während hier drüben 5 Milliarden Orangen langsam verrotten. Oh nein, ich habe schon wieder mehr Einwohner gekriegt, ne? My life, ey. Ich komme nicht hinterher mit Häuser bauen, so schnell wie die hier. Oh Mann. Meinen die das mit der schnellen Expansion? Ich glaube ja. Erinnert mich ein bisschen an Banished. Ich habe aber Angst, je mehr Häuser ich baue, kann ich das Immigration-Ding nicht erstmal abschalten? Aber ich brauche auch Arbeiter. Aber das Problem ist, also Immigration bringt mir gute Arbeiter rein, aber durch diese Kinderscheiße. Sie sehen mich geschockt. Mach ich nochmal den hier. Alter, ich brauche immer eine Birth Control, glaube ich. Das wird immer teurer, wenn ich je mehr ich rerolle, desto teurer wird das. Scheiße. Okay, gut, das kann ich da vielleicht gerade noch abwenden, aber dann muss ich auch schon wieder das nächste bauen. Ich habe das Gefühl, ich bin nur noch mit Hausbau beschäftigt. Ich kann mich um nichts anderes mehr kümmern. Und für die ganzen Sachen fehlen mir die Arbeiter aktuell. Wo du das gerade sagst, ich frage mich, wo ist eigentlich mein Mushroom? Warum macht da keiner mehr was? Zwei von zwei Arbeiter, aber ich habe keine Mushrooms mehr. Weil du Holz dafür brauchst immer. Ich habe 403 Holz. Okay. Du brauchst hochwertiges Take-Holz. Ah, okay. Oh, Tom ist abgehauen, weil er obdachlos ist. Warum schläft er nicht unterm Baum? Das verstehe ich jetzt aber nicht, ehrlich gesagt. Verstehe ich auch nicht. Es ist auch gerade noch Sommer. Ah, nee, ist Herbst. Okay.
Unlocked Vassalization. You can now vassalize another city with influence points. Okay. Na gut, das wird wohl nicht passieren. Ah, das nächste Haus ist fertig geworden. Cool. Hm? Also ich brauche einen Blacksmith. 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 Okay. Ich glaube, mein Problem ist auch, dass ich zu viel Lagerplatz mit Nahrung verschwende. Oh, ich krieg langsam Kohle. Ja, okay, die fangen langsam an zu arbeiten. Ich habe 2 Charcoal Burner wieder eingestellt. Cool. Da auch nochmal 2. Ich glaube, das wird langsam. Stein habe ich jetzt auch 210. Alles klar, Fittimo, Tobi. Ich komme langsam wieder aus diesem Sumpf der Lethargie heraus. Jetzt muss ich nice. Nur noch sagen, die müssen aufhören zu vögeln ständig. Die sollen lieber mal was Anständiges arbeiten, statt ständig ihren Pimmel überall reinzustecken. Und dann geht's. Hm? Bitte was? Ja, du musst mal überlegen. Wenn die kommen von der Arbeit nach Hause und sind immer noch nicht so erschöpft, dass sie trotzdem nochmal irgendwie 5-mal hintereinander nochmal ein bisschen bang wollen. Die müssen von der Arbeit ausgepowert sein, damit die nach Hause kommen und einfach nur, lass mich in Ruhe, ich bin heute müde. So muss das laufen. Hm? Ja, ja, gut, wenn das deine Idee ist, dann ja. Ja, erstmal schon. Erstmal. Und vor allem das Ziel ist ja, wir sollen ja 100 Population Drone. Das ist ja eine gute Idee. Das sehe ich gerade überhaupt nicht. Geil. 20 arbeiten Scheiße. Und 80 lungern rum. Wie viel Steel Tools hast du noch? 34. Das ist auch nicht so viel, oh Gott. Nee. Hier ist jetzt geht's los. Ach so, jetzt geht's erst los, na dann. Hallöchen! Oh, puh. Das war jetzt ungeil. Kidnap. Ich will nicht kidnappen, ich will Birth Control. Ja gut, aber wir kriegen das alles hin. 1043 Säcke Mehl habe ich. Oh, in der Bäckerei arbeitet jemand. Hoho. Vielleicht kann ich bald noch eine zweite machen. Okay. Brauchen wir noch eine zweite Quarry? Eigentlich nicht, ne? Mhm. Nee, ich glaube. Nee. Tobi, isst du gerade wieder was? Ich glaube nicht, oder? Na, ich glaube auch nicht. Ach so. Das funktioniert ja nicht so gut. Okay, ich muss ja drüben langsam, aber ich muss da hier drüben. Oh Mann. Schwierig. Ich muss hier erstmal alle Probleme in den Griff kriegen, damit ich drüben anfangen kann zu bauen. Ich verstehe nicht. Ich kann auch keine Leute mehr auf die Felder einteilen. Ach, die haben keine Dings mehr, ne? Scheiß, die waren dran. Hm? Ich habe keine Tools mehr und deswegen arbeiten die jetzt auf dem Feld nicht mehr. Oder arbeiten die nicht mehr auf dem Feld, weil Winter ist? Das könnte natürlich auch sein. Die arbeiten nicht auf dem Feld, weil Winter ist. Im Winter bleiben die Felder brach. Dann sind da auch keine Arbeiter zugeteilt, ne? Ja, bei mir ist null überall. Okay, gut. Dann habe ich nichts gesagt. Ja, ja, ja. So, aber Schweinestall läuft trotzdem. Auch im Winter. Den müsste ich mir auch irgendwann mal holen, ja. Hast du noch keinen? Nee. Oh. Ja, die Menschen töten für Fleisch, Tobi. Sie töten für Fleisch. Oh, leck mich am Arsch, ich hab schon wieder keine Medizin mehr, weil der die Felder einfach nicht gebaut hat. Wir brauchen halt auch noch die. Hm? Brauchst du ein bisschen was? Ja, das Problem ist, ich versuche die ganze Zeit Lagerplätze zu bauen, ich versuche die ganze Zeit überhaupt irgendwas zu bauen. Aber leider ist das so eine Sache. Okay, das nächste Haus ist gleich fertig. Dann bauen die hoffentlich die Lagerplätze. Oh, das ist so lieb, dankeschön. Ich hoffe, du kommst hier jetzt auch speichern. Ja, die sind auch da. Ich hatte. Okay. Oh, hier gab es ja ein Downgrade. Warum?
Ein Haus wurde gerade downgraded. Was? Die brauchen Luxusprodukte und wenn die Luxusprodukte nicht reingetragen werden, weil wir zu wenig Träger haben. Wow, die müssen sie reingetragen. Weißt du, ich gehe in den Realmarkt und kaufe mir mein Bier. Mhm. Und die, bitte tragen Sie mir das Bier hinein. Ach ja. So ist es leider, Tobi. Genau so ist es hier. Weißt du, sogar bei Kingdoms Reborn gibt's schon Rewe-Lieferservice. Oh, ich bin ein Bauer aus dem Mittelalter. Ich möchte beliefert werden, bitte. Wann findet endlich jemand Fudora? Ich sterbe bald. Oh, Edwin died of old age. Okay, verstehe. Oh fuck, sind die Dinger teuer. Was denn? Die Schweinefarm? Die Tools. Ach so. Ach du Heiliger. Ich bräuchte mal einen Marktplatz, glaube ich. Okay, das Haus steht. Ich bin erstmal wieder ein bisschen safe, was das angeht. Dann hoffentlich die Lagerplätze und dann geht's hoffentlich bald weiter. Dann kann ich die beiden Hörbeldinger bauen und dann sind wir da schon mal safe. Und dann kann ich irgendwann rüber und hoffentlich endlich mal Kohle abbauen. Für Le Winter. Wie sieht's aus? Habe ich alles... Oh, Upgrade Stone Isolation. Habe ich nicht gemacht. Jetzt sind auch alle isoliert hier, ja, okay. Ich wünschte nur, die hätten auch alle Möbel im Haus. Der Tobi hat übrigens mal geguckt, beim Steam-Forum. Und es kommt wohl das Feature, ein bisschen wie bei Banished, dass man bei Häusern einstellen kann, bis wohin die maximal produzieren, die Waren. Das wäre so hilfreich. Oh ja, das wäre top. Ich wollte gerade fragen, ob du da bist. Was hast du gerade gemacht? Ich bin doch da, ich habe getrunken. Achso, alles klar. Drei Immigranten wollen hierher. Ja gut, Platz habe ich ja. Oh, jetzt habe ich keinen Platz mehr. Cool. Ich hoffe, jetzt wird niemand geboren. Wahrscheinlich wird genau jetzt jemand geboren. Drei Immigranten kommen und von 71 auf 76 steigt plötzlich der Counter. Okay. So, employed 36 von 59. Okay, ist das gut? Ist das schlecht? In der Brauerei arbeitet immer noch niemand. Forester ist eigentlich schon gut. 8 von 8. Okay, Charcoal Burner würde ich auch noch nach oben ziehen. Ach, Bierbrauerei. Oh, in der Brauerei arbeiten Leute. Ja, aber scheinbar nicht sehr erfolgreich, wa? Ja, das glaube ich aber auch. Hm. Birth Control, ja! Coal Mine, okay, brauche ich nicht. Ich habe jetzt mal Birth Control gekauft. Mein Gott, ich bräuchte diese verdammte Blacksmith und es kommt nie. Ich hasse das. Ich habe Bier-Tags, aber immer noch kein Bier. Cool. So. Ich habe jetzt mal Birth Control angemacht. Was? Ich hab Geburtenkontrolle angemacht, Tobi. Alle überzähligen Babys gehen direkt in die Fleischproduktion. Okay. Du glaubst doch nicht, dass sie damals Kondome hatten. Oder meinst du, die ziehen vorher raus? Gut, das hat ja auch nicht immer was gebracht, ne? Nee, nicht wirklich. Also... Wir müssen mal gucken, wie es weitergeht hier. Es bleibt spannend. Aber wie läuft denn die Birth Control? Stehst du da daneben? Ich stehe daneben. Ich hau dann sofort auf den Schwanz. Was ist das? Einfach den Hodensack abgeschnürt. Ja, abgeschnürt, genau. Oh, Alter. Ach, schön. So, Bilder 6 von 6. Reicht das denn? 6 Bauarbeiter sollten doch aber eigentlich reichen. Ich verstehe nicht, wo die alle sind. Warum die nicht hier... Okay, da wird jetzt ein Lager gebaut. Aber ich habe fucking 6 Bauarbeiter. Die hängen ja auch nicht hier hinten rum. Silvia steht aber noch rum und verhungert durch den Winter. Oder erfriert, ich habe keine Ahnung. Ja, ist aber auch selten dämlich, muss ich sagen. Wo kommt das ganze Fleisch her? Vom Jäger wahrscheinlich.
Also ich habe drei Fischer, aber der Fisch, der wird gefressen wie Sau, glaube ich. Die stehen auf den Fisch. Consumption Yearly 2218. 27 sogar. Und ich habe Einnahmen nur 2238. Die essen die ganze Zeit nur Fisch. Bei mir ist Fisch und Mushroom, was die gerne fressen. Also Mushroom ist bei mir auf 0. Oh ja, Weizen ist bei mir 447 wird gefressen. 476 wird... Nee, 447 produziert, 476 gefressen. Und Orangen, 1061 werden jährlich produziert, obwohl ich eigentlich keine Arbeiter haben sollte. Und 9 werden gegessen. Nur 9. Da haben die wohl keinen Bock drauf, Erik. Offenbar nicht. Die feine Herrschaften hier. Oh, ich bin nicht qualitativ genug. Die Südgereifte. 20 Kinder. So, die Lager werden alle parallel gebaut. Eins ist fertig, sehr gut. Aber dann haben wir zumindest mal Lager. Und wenn die fertig sind... Aber das erste Haus ist jetzt auf Level 3. Hä, wie kann das denn gehen? Ich habe Häuser, die zurückfallen auf Level 1, aber das erste Haus ist jetzt Level 3. Hä? Wie und welches? Ich sehe das hier gar nicht in dem Schnee. Ich glaube das hier, ne? Was flog denn da gerade? Ach, der Jäger hat gerade ein Schwein umgebracht, ein Wildschwein. Sehr gut. Ich glaube, ich muss die Pfeile vergiften. Die Wildschweine kommen immer wieder, Tobi. Was würde bedeuten, Pfeile vergiften, dass dann keine Wildschweine mehr kommen? Genau. Okay. Ich habe 0 Fruit Gatherer, aber ich krieg trotzdem die ganze Zeit Fruits. Oh, ich habe keine Medizin mehr. Shit. Das heißt nicht, dass ich welche von dir brauche. Alles gut. Ich hoffe nur, wir kommen durch den Winter, ohne dass jemand stirbt. Der Winter ist jetzt vorbei. Du kannst unten einmal auf den Free-Button drücken, dann wird noch einmal neu rerollt übrigens. Ja, aber immer aber noch. Ich kann halt momentan eh gar nichts brauchen, weil ich momentan andere Probleme habe, außer neue Häuser. Ich habe halt einfach nur... Ich habe keine Steel-Tools mehr. Nichts mehr. Ich weiß nicht, wo die draufgehen, ehrlich gesagt. Ich habe jetzt nur noch 26, das wird auch beängstigend weniger und ich weiß gar nicht, wo... Ja, ich weiß auch nicht, wo die verschwinden. Wahrscheinlich immer für neue Häuser, wenn man irgendwas macht. Ja, das kann sein. Aber dann wäre es halt schon cool, wenn man noch eine Blacksmith bekommen würde, ne? Blacksmith habe ich, aber das Problem ist, ich habe einfach noch kein Eisen und ich habe noch nicht... Ich habe noch keine Eisen-Quarry oder wie auch immer man das nennt. Es gibt die Quarry, mein Stone from Mountain, und ich habe eine Kohlemine, aber ich habe einfach noch keine Eisenmine bekommen. Das ist ja blöd, ey. Das ärgert mich, Tobi, sehr sogar. Ich bin aufgebracht. Das will man nicht, ne? Nee, macht mich fuchsteufelswild. Wilmerlin. So, bin ich froh, dass ich Geburtenkontrolle gerade reingehauen habe. Ich glaube, die halten die Babys alle zurück. Und irgendwann, wenn ich die Geburtenkontrolle rausnehme, direkt in die Hände der ganzen Politiker und Stars. So. Oh, hier auch gerade wieder Downgrade beim Haus. Es ist doch zum Kotzen. Okay, der Winter ist noch nicht vorbei und die Pflanzen hier schon wieder an. Okay, nice. Finde ich eigentlich gut. Aber ich wünschte, die würden auch die Felder bauen, die anderen. Ich brauche nämlich noch mehr Medizin. Ich hätte vielleicht hier erstmal Medizin bauen sollen. Wenn das steht bei below 10 und ich habe 0, dann müsste der doch eigentlich was davon kaufen, oder nicht? Ja. Und warum kauft der nichts? Vielleicht, weil jemand vorbeikommt, um mir was zu verkaufen. Das ist blöd, ne? Büsken, Tobi, Büsken. Das ist blöd. So, die Lager sind bald alle. Bald habe ich erstmal wieder Lagerplatz, Gott sei Dank. Blöd, dass ich ein zentrales Lager habe. Ich habe mehrere kleine Lager, aber ich habe ein Hauptlager. Aber wenn die Orangen nicht wären, ne? Stimmt, ich bin auch out of Stühle. Ich hab keine Stühle mehr. Hast du wohl nicht richtig gestuhlt, wa? Nee, offenbar nicht. Es wird grün in den Landen. So, jetzt bin ich hoffentlich besser auf den Winter vorbereitet, indem ich mehr Medizin herstelle, mehr Lagerplatz habe für Medizin und sonst was. Hast du bei dir irgendwas, wo du richtig Medizin herstellen kannst? Nicht nur diese komische Herbs, sondern aus denen vielleicht auch noch richtig Medizin machen kannst? Nee, tatsächlich noch nicht. Okay, das fehlt mir nämlich auch noch.
tatsächlich noch nichts, ne? Erich, was ist das? Ärgerlich, Tobi, ärgerlich. So, Forett da. Oh. Ach ja, das kann ich jetzt ja alles machen hier. Ich upgrade erstmal alle Forester. So. Unten müsste noch einer sein. So, das dürfte die Produktivität ein bisschen erhöhen. Ich hoffe, dann kriege ich noch mehr Holz vor die Hütten. Fruit Gatherer bleibt mir weg. Oh, hier ist noch ein. Okay, da brauche ich jetzt doch noch ein bisschen mehr Stein. Die Mine arbeitet ganz schön langsam mit dem Stein, ne? Ja, es dauert ein bisschen, ja. Ja, merke ich schon. Aber Erik, wenn die Steinproduktion einmal float, dann geht das. Ja. Ja, ich glaube, wenn erstmal das ausgebaut ist, wo man Steine für braucht, dann hast du ja eh welche übrig. Ja. Das sowieso. Ach, der Bäcker braucht auch Kohle, deswegen. In der Bakery null Workers. Alles klar, nice. Bakerman is baking dead. Scheiße. So. Ich habe erstmal genug davon, also genug Weizen, also mache ich jetzt noch mal ein bisschen medizinische Scheiße. Dass wir da keinen Engpass mehr kriegen. Kann ich das da vielleicht der Cabbage draus machen? Hm? Das ist ja irre. So muss es eben laufen, Tobi. Medizin, ey. So ist es. So, noch eine Bakery, eine zweite, wie wär's? Damit aber auch null Arbeiter drin haben, cool. Aber ich brauche halt kein Essen eigentlich, ne? Pig Ranch. Nee, ich will... Mann, was habe ich gesagt, brauche ich? Also ich brauche eine Eisenmine. Ja, oh, richtig. Ne? Und da ist auch gerade... Zufälligerweise ist da gerade jemand krank, wie es aussieht. Oh, shit. Könntest du mir vielleicht noch ein bisschen Medizin verkaufen? Hast du gerade welche zum Verkauf? Ich kann ein bisschen was reinsetzen hier. Warte mal. Das wäre ein Traum. Set Tretufer. Oh, das ist ja süß bei dir alles. Set Tretufer. Oh, du hast ja sogar zwischen den... Oh, das mag ich gerne. Hast du sehr schön gemacht bei dir alles. Ja. Die Wege sind kostenlos, ne? Also... Dachte ich mir... Oh, mitnehmen. Dankeschön, übrigens. Sehr gerne. So, Relationship ist strong. Hier dafür würde ich sagen... Gönn dir mal, Tobi. Geil, Orangen. Food war eh gerade knapp. Dankeschön, Erik. Echt? Sag das doch. Ich hab so viel fressen, ja. Ich weiß nicht wohin damit. Brauchst du mehr Orangen? Achso, kannst du... Das war wegen Winter. Das war nur wegen Winter und so. Okay. Ist ein Probeangebot, Tobi. Ich habe gerade welche im Angebot bei mir. Ja, am Marktplatz. Kannst du gerne kaufen. Ach, du willst mich heiß machen damit? Ja. Okay, 1000 Stück kosten 3000. So viel habe ich leider nicht. Dann vielleicht nur 300. Okay. Ja, gönn dir einfach mal. Sind 900. Oh, bei mir sterben sie jetzt alle auf Old Age. Was soll das denn? Das habe ich gar nicht erlaubt. Hier 250, damit die Gemüseversorgung auch noch. Ne? Alles klar, super. Gönn dir. Geil. Nice Stein. Ich kann immer noch deine Daughter oder deinen Son outmarrieden, ne? Übrigens. Okay, ich wusste gar nicht, dass ich. Also. Hab wohl auch. Da hat wohl jemand Geburtenkontrolle und hat sich selbst nicht unter Kontrolle, was? Das war noch davor, Tobi. Das habe ich alles davor gemacht. Huch, die ist krank. Oh, Medizin ist schon weg. Alter. Das mit der Medizin ist echt ein Problem irgendwie. Ja, gut, nicht mehr lange, Tobi. Nicht mehr lange. Ich glaube, ich habe... Ach, jetzt kommt ein Immigrant. Okay. Ich hoffe, ich habe ein bisschen vorgesorgt. Ach, den Blacksmith muss man ausbilden oben bei Era. Oh, lol. Bei Era? Ja, bei Era 2 ganz unten. Das zweite von unten. Wo siehst du das? Wenn du oben auf Technology gehst oder auf T, du kannst auf T drücken. Achso, ja. Und dann Era 2. Achso, ja, den Blacksmith habe ich. Den habe ich schon gemacht, aber. Du kriegst dann den Blacksmith, aber der bringt dir nichts, weil du halt Eisen brauchst und eine Eisenmine. Und ich habe, also bei mir kommt einfach keine Eisenmine. Ich habe noch nie eine gesehen. Okay, ja, Iron Smelter habe ich da unten.
Ein Schmelter hast du also schon? Den habe ich auch noch nicht. Das ist ja alles unverschämt. Ja, vor allem habe ich keine Arbeit, das ist das Problem. Achso, ich wollte mal wieder, ich hatte wieder langsamer gemacht. So. Ich hoffe, die Leute sterben nicht an Krankheiten. Das wäre sehr ärgerlich, sonst muss ich natürlich Immigration gleich wieder anstarten. Ja, bei mir sind fast alle Häuser downgraded, weil niemand mehr die Möbel dahin schleppt. Beziehungsweise, weil es keine Möbel mehr gibt. Ich hatte Möbel auf Lager und die sind alle weg. Ja, das mit den Häusern ist ein bisschen komisch geregelt irgendwie, ne? Ja, das mit den Arbeitern ist auch... Das ist, weiß ich nicht. Ja, was soll ich da noch machen, ne? Ich glaube, ich mache das Lager noch voll und dann gucke ich mal, dass ich hier hinten weiterbaue oder so. So, Kidnap, Pick Ranch, alles klar. Das ist doch alles lächerlich. Ach so, dafür sind die da. Oh Mann, alle Leute werden wieder krank. Es ist zum Kotzen. Ja, das mit dem Krank ist, das hatte ich auch gerade die ganze Zeit. Das ist echt nicht cool. Hab das Gefühl, ich muss mehr Felder bauen. Noch mehr Felder bauen. Und wenn ich dann mehr Felder habe, habe ich nicht genug Arbeiter. Ungut. Ungut. Ist nicht schön. Ein Feld braucht auch mal einen Arbeiter, also sollte man die Felder vielleicht so groß wie möglich machen und nicht so klein? Ja, ich habe auch so ein bisschen rumprobiert mit länglich und etwas breiter und größer. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich bin auch noch verunsichert. Verfordert ist und oh, dann... Jolie died from sickness. Es beginnt. So. Aber ich hoffe, ich habe dann genug Medizin, wenn jetzt... Die sind halt jetzt alle krank geworden. Jetzt sind die alle kranke. Oh shit, ich kann auch nichts kaufen, ne? Kannst du eigentlich bei dir, hast du ein Marketplace, wo du Medizin kaufen kannst? Ja. Soll ich mal kaufen, kannst du Medizin kaufen und mir die vielleicht teurer verkaufen dann, damit du wieder Plus machst? Nee, das brauchen wir nicht. Ich kann aber für, warte mal, Kannst du ruhig machen. Also ich bräuchte, schaffst du 100? Ich schaffe auch 200. Nee, 100 reichen, glaube ich. Also 100 reichen? Okay, doch. Bei mir kommen gerade alle aus der Schweiz. Oh, warte, aber das Problem ist, das dauert, glaube ich, einen Moment, bis es bei mir ist. Okay. Ja, besser als nichts, ne? Das dauert, glaube ich, einen Moment. Ich hab das Gefühl, mein ganzes Dorf ist aber auch komplett krank. So alle. Das kann ich dir schon mal geben. Ich brauche unbedingt einen Marketplace. Das hier kann ich dir schon mal geben. Oh, dankeschön. Muss aber nicht giften, ne? Du kannst auch ruhig verkaufen. Alles gut. Ich hab Geld, Tobi. Ich hab Geld. Ja, okay. Oh, geil. Das hat, glaube ich, gerade all den Arsch gerettet, wenn ich das richtig sehe. Nice. Hä, jetzt sind alle wieder gesund, aber ich habe nur noch 10 Medizin übrig. Wie viel hast du gerade geschenkt? 10? Ja, die sind immer noch übrig, aber alle sind gesund. Hä? Hä? Ja gut, also ich glaube, balancemäßig ist da halt noch so ein bisschen. Okay, jetzt sind es nur noch 6 Medizin, 4 Medizin. Okay, mal gucken, wie die Story weitergeht hier. Also wenn du gerade was gekauft hast und so, verkauf's mir gerne, ne? Ja. Sag Bescheid. Ja, ich glaube, das dauert bis zu 200, wie lange dauert das hier? 260 Sekunden. Alles klar, okay. So lange überleben die gerade noch. Jetzt sind die alle wieder krank und ich habe kaum null Medizin. Sind sofort alle wieder krank. Hä? Jetzt bin ich auch krank. Ja. Und ich brauche dringend meinen Schuss. Junge.
Alter, was ist denn mit denen? Das ist doch keine Medizin in der Flasche, oder? Shit. Ah, naja. Ah, wird schon schief gehen. Na, die fangen bei mir jetzt gerade an zu ernten. Vielleicht kann ich da gleich nochmal aushelfen. Ja, okay, dann müssen sie bei mir hoffentlich auch gleich anfangen. Ich habe, glaube ich, Medizin bei mir auf wichtig gesetzt. So, Fruit Gatherer Furniture, Grace died of old age. Alles klar, das geht natürlich auch. Furniture Workshop, das bringt ja alles nichts, wenn man keine Arbeiter hat. Okay, Potter, Library, Mushroom Farm, Blacksmith. Aber ich habe keine Smelterie. Ich krieg keine Smelterie aus irgendeinem Grund. Ich probiere nochmal. Nö. Hunting Lodge, Coal Mine, Beer Brewery. Okay. Habe ich überhaupt Bier inzwischen mal? Null Arbeiter, cool. Die wollen kein Bier bei dir, Erik. Ich glaube auch. Ich glaube, die wollen kein Bier. Das sind sehr vorbildliche Bewohner, die du da hast. Ah, ja, oder die haben es alle weggesoffen. Ich weiß nicht. Haben vielleicht den Besitzer erschlagen, weil die noch mehr wollten, so wie die Medizin hinterherhecheln hier gerade. Ah, hier fangen sie auch gerade an mit dem Ernten, aber das dauert natürlich, bis das weggeräumt wird, immer. Hä, Grace? Achso, die war schon tot. Ich find's noch ein bisschen unübersichtlich. Oh, Chuck died from sickness. Oh nein. Ich find's noch ein bisschen unübersichtlich, wie Leute jetzt arbeiten und wie man die in die Arbeit kriegt und wie viele hier employed. 37 von 61. Und 19 Leute. People not assigned to buildings become laboras. Laboras haul goods and gather trees. People assigned to buildings under construction. Okay, wenn ich das jetzt auf Auto setzen würde, würden mehr Leute normal arbeiten. Ja, dann habe ich aber null Labore. Okay. Oh, gerade sterben alle vom Sickness. Nice. Ja, ich habe auch gerade leider null Medizin. Ja. Naja, okay, jetzt kommt langsam. Ich hoffe, jetzt kommt Medizin rein. Ich hätte gerade die. Gute Regel, aber manchmal braucht es halt auch mal so eine kleine Pest, um so ein bisschen. Ne? Ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Danke, dass du mir ein bisschen reinwaschen und so. Danke, dass du mir gut zuredest. Ist kein Problem. Mach ich gerne. Oh, jetzt sterben alle vom Sinn. Sind übrigens bei 33 Minuten, Erik. Okay, ja, warte. Ich bin fast gewillt, das zu machen. Shit. Oh. Unlocked Iron Mine. Unlocked Smelter. Ja, habe ich auch alles mittlerweile. Das Problem ist, du kannst eine Iron Mine nur dahin setzen, in ein Gebiet, wo auch Eisen ist. Ja, ich kenne die Problematik mit der Kohle auch. Aber du hast bei dir auf deiner Insel Eisen und das ist gar nicht mal so weit weg. Ja, das sagst du so. Das ist schon ein bisschen weit weg, weil ich muss um den Berg einmal komplett rum. Ach so. Das ist nämlich in so einer Mulde auf der anderen Seite des Berges. Und ich habe da schon rumgebaut wegen Kohle. Okay. Oh, Sydney ist gestorben. Oh nein. Wer programmiert jetzt den Bot? Shit. Nein, Sydney, warum? Ja, okay, ja dann, okay, 22 Medizin sind wieder da, alles klar, 20. Die fressen sich jetzt gleich rein. Okay, cool. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Folge wieder, hier auf unserem Friedhof der Hoffnung. Und, ja, nächste Folge, fröhliches Leichenverscharren. Cool. Ja, geil, freue ich mich schon drauf. Nice. Massengräber. Juhu, bis zur nächsten Folge, tschüss. Tschüss.